Als wir im Mai 2018 aus unserem Heimathafen an der Rumpot Marina in Südholland auslaufen, ist es für uns das erste Mal überhaupt, dass wir nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt zurück sein müssen. In den vielen Jahren zuvor war unsere Reisezeit von unserem Jahresurlaub abhängig. So blieb unsere Fahrzeit begrenzt. Wir versuchten damals zu Beginn der Urlaubszeit stets so weit wie möglich nach Westen zu segeln, um dann mit dem meist zu erwartenden Westwind zu unserem Ausgangshafen zurückzukommen. Wir bereisten so den Englischen Kanal, die Südküste Englands, die Scilly Islands, aber auch die belgische und die französische Küste ausgiebig. Ein besonderes Ziel waren natürlich die Channel Islands. Anfang Mai 2018 starteten wir dann, wie schon gesagt, zu unserer großen Reise und erreichten schon Mitte August Gibraltar. Da wir nicht weiter ins Mittelmeer hinein wollten, überwinterten wir an der Algarve in Portimao. 535 Meilen waren nun zu bewältigen. La Graciosa, die erste Insel der Kanaren, erreichten wir glücklich Anfang April 2019. Für uns steht das langsame Reisen im Vordergrund. Wir erleben jede der kanarischen Inseln mit ihrem eigenen besonderen Charme und den freundlichen Menschen. Stöbert gerne einmal in unserem Filmarchiv. Ihr werdet viele Ziele finden, die immer eine Reise wert sind. Wir lieben es, an Bord zu kochen und landestypische Produkte kennenzulernen. Das Segeln und überhaupt das Leben an Bord, das ist das, was uns begeistert. Als sich während der schlimmen Corona-Zeit für uns die Möglichkeit bot, mit Oliver und seinem Katamaran Indigo Moon den Atlantik zu überqueren, haben wir nicht lange überlegt und haben es gemacht. Das Schönste ist ja immer das Ankommen. English Harbor, Freeman's Bay. Nicht Corona bremste unsere Karibik-Abenteuer brutal ein, sondern eine geplatzte Wasserleitung setzte unsere Wohnung in Deutschland unter Wasser. Ein halbes Jahr Renovierungsarbeiten hielten uns in Atem. Zurück auf Lanzarote bekam Mola Mola neues Antifouling. Und wir verbrachten ein herrlich ruhiges Jahr 2021 auf Lanzarote. Ankerausflüge nach La Graciosa und in die Papagayo-Bucht mit herrlichen Tauchgängen am Museo Nautico ließen die Zeit nur so dahinrasen. Im April 2022 segelten wir nach Madeira und verbrachten dort in Caletas und in Quinta do Lorde unvergessliche Wochen in noch unglaublicherer Umgebung. Den ursprünglichen Plan, zu den Azoren zu segeln, verwerfen wir aufgrund der Wettervorhersagen. Da wir so gar keine Lust auf Pullover und Regenjacke verspüren, erfüllen wir uns unseren lang gehegten Wunsch, nach Marokko zu segeln.
Da es von Marokko relativ wenig Informationen für Segler gibt, waren wir besonders gespannt, was uns dort wohl erwartete. Wir waren wirklich begeistert und stellten fest, Marokko ist auch eine zweite Reise wert. Wir sind nun zurück in Lanzarote, unserem Stützpunkt in Arrecife. Wenn es euch interessiert, wie es nun weitergeht, klickt einfach rein, wenn es wieder heißt Segeln und Reisen mit Segeljacht Mola Mola.